Hallo Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play Minecraft im Zwergenreich. Ihr wisst es. Ja, aber wir wollen nicht lange reden, wir wollen direkt starten mit der Arbeit. Ich weiß gar nicht mehr. Gut, hier haben wir gearbeitet. Ich muss nur mal kurz gucken, Leute, wo wir waren. Hier haben wir angefangen. Das lassen wir so. Haben wir denn noch Steine? Falscher Knopf. Ja, Steine haben wir auch noch. Genau, dann können wir erstmal die Mauer hier fertig machen. Dann haben wir das schon mal erledigt. So, zack, ran hier. Zack, 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 zack. Dann machen wir erstmal die Mauer nochmal fertig. Und dann können wir... Ich muss sagen, ich habe auch weiter noch in meinen Kreativmodus weiter gebaut, das Zwergenreich, dass ich mal so sehen kann, ob das alles so machbar ist, wie ich mir das vorstelle. Und ich habe echt hammerharte Ideen, wie wir weiterarbeiten können. Aber ich will euch nicht spoilern. Wir machen das einfach und sehen, wie weit wir kommen mit unseren Sachen und wie weit ich das hinkriege, was ich vorhabe. Ach Mist. Aber ich brauche auf jeden Fall eure Hilfe. Ich habe ein, zwei Sachen, die ich machen will. So ein großes Tor aus Eisengitter nicht. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das bauen kann. Vor allem, wir brauchen da, glaube ich, auch Redstone. Für einen Schalter will ich einbauen. Das müssen wir dann nochmal sehen, wie wir das machen. So, zack, zack. Hier bauen wir auch nochmal. Zack. Ah, den hätten wir gar nicht ausfüllen müssen. So. Machen wir das. Wir werden nochmal schnell. Das werden wir hier nochmal kurz ein bisschen wegmachen. Und jetzt ist auch die Frage, Leute, ich habe so viele Ideen. Was wollen wir machen? Lieber erst ein bisschen in den Berg reingraben oder wollen wir hier außen erstmal bauen? Oh, ich habe so viele Ideen, aber wir fangen halt alles immer so ein bisschen an. Das wäre aber auch doof. So, jetzt haben wir erstmal, das haben wir schon mal fertig. Sehr schön. Das kann so bleiben, das war so. So, und um mich hier zu orientieren, wie ich mein Monument hier reinbaue, bauen wir uns hier ran hoch. So, auf jeden Fall habe ich ein bisschen Erde, ja. Wir werden alles, was in der Reihe ist, noch wegmachen. Oder? Moment, ich muss mal kurz gucken. Laufen. Da hoch müssen wir alles wegmachen, genau. Wir orientieren uns an diesen Felsvorsprung. Da werden wir alles wegmachen, den Rest werden wir erstmal dran lassen. So, wir fangen erstmal hier an. Schaufel. Zack, das machen wir erstmal weg. So, dann bauen wir. Zack, den Stein machen wir auch gleich mal weg. Den ersetzen wir wieder durch normalen Stein. Den können wir auch nochmal wegmachen. Und zack, zack, zack hoch. Den ersetzen wir gleich. Dann haben wir das auch nämlich schon. Wir sind auf der Linie, genau. So, die hacken wir auch weg. So, und Erde. Wupp. Genau. Und zack. Springen, springen, springen. So, und... Nein, Spitzhacke. So, oh, es wird schon wieder dunkel. Ich glaube, wir müssen gleich schlafen gehen. Aber wir haben ja eine Fackel. Zack, wir machen uns einfach so lange hier eine Fackel hin. So. Kann man da eigentlich ran? Nee. So, Moment. Zack. Springen wir nochmal ein hoch. Ach, das müssen wir auch noch wegmachen. Alles, was hier so ist, das machen wir weg. Genau, an der. Das ist da, wo wir stehen. Ich muss immer mal gucken. Ich will nicht so viel wieder abbauen. So, zack, das machen wir nochmal alles weg hier. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Sollen wir das hier so ein bisschen drüber lassen? Das könnten wir eigentlich machen. Bauen wir uns nochmal ein bisschen hoch. So, dann machen wir das gleich hier zu. Und... So. Da
das passt eigentlich. Sollen wir das wegmachen oder sollen wir es da lassen? Ich weiß nicht, wie es aussieht. Aber wir lassen es erstmal hier. Zur Not können wir uns ja immer noch mal hochgraben. So, komm, graben wir uns erstmal runter. Weil dann sieht das nicht so ganz so gekünstelt aus. Jetzt gehen wir aber, glaube ich, erstmal. Wir haben die Fackel da oben vergessen, ne? Mist. Aber ich glaube, das ist okay. So, so, wir gehen jetzt aber erstmal schlafen. Zack, zack, zack. Das nehmen wir nochmal alles mit. Können wir gleich nochmal ein paar Steine brennen. Das kann auch schon weg. Dann gehe ich jetzt mal schlafen, bevor ihr erstmal wieder nichts seht, Leute. Und ihr seht es, ich habe auch schon wieder ein paar neue Add-ons drin. Da muss ich mich auch mal wieder beschäftigen. Ich habe hier eine fleißige Blume. Ellie, ich kann mir keine Namen merken. Entschuldigung, die hilft mir bei den Add-ons. Die guckt immer so, die schreibt mir welche, gibt mir welche, was alles so in das hier reinpasst. Und ich finde es okay. Sieht super aus. So, jetzt können wir gleich mal hoch. So, mal gucken wir mal von hier. Ja, das passt, das sieht besser aus, bevor wir alles wegnehmen. Wir könnten vielleicht sogar das oben da wieder zumachen. Das müssen wir dann gleich nochmal sehen auf der anderen Seite. Ach, und wir haben vergessen, nach unseren Steinen zu gucken, ne? So, wir machen dieses Stück erstmal weiter, dass wir jedes Mal so ein bisschen was machen. Komm, zack. Dann machen wir dieses Stück jetzt schon weit fertig, soweit wir hier sind. So. Weil hier müssen wir uns jede Menge reingraben. So, zack. Aber Leute, ihr könnt es ja mal schreiben. Ich möchte am liebsten das Projekt, ich mache es auch in Survival-Modus spielen. Ihr könnt es mir ja mal schreiben, ob wir doch den Schwierigkeitsgrad erhöhen, dass wir hier mit Zombies und allen anderen spielen, oder wir lassen das so. Und ich habe festgestellt, wenn ich das so bauen will, wie ich das will, ja, da müssen wir uns Ewigkeiten und richtig viel in den Berg reingraben. Ob wir das so machen, ob ich so ein RP-Spiel mache, wo wir ein Dorf vielleicht finden, was TNT verkauft, wo wir ein bisschen TNT kaufen können und uns sagen, wir sprengen uns erstmal so einen Weg in den Berg rein. Ich hoffe, ihr wisst so, was ich meine. Das wäre nicht direkt ein Weg, also wir machen schon so eine Spur mit den TNT in den Berg rein, auch so wie es bis in der Verlauf sein soll, und sprengen das einfach mal und gucken und werden dann die Gänge bearbeiten. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, weil wenn es danach geht, wir brauchen so viele Rohstoffe, um uns da durchzukämpfen. So, gucken wir mal, zack. Dann machen wir das Stück hier nochmal fertig. Dann haben wir wieder ein gutes Stück, weil so ein bisschen müssen wir rein. Ich habe festgestellt, um so eine große Halle zu bauen, die ich bauen will, schaffen wir nicht. Wir müssen jede Menge Blöcke in die Tiefe gehen, weil sonst kommen wir schon oben aus dem Berg raus. Der Berg sieht hier zwar hoch aus, auf der anderen Seite geht er aber so runter. Deswegen ist das ein bisschen blöd. Und deswegen dachte ich mir, wir müssen uns erstmal so einen riesigen Tunnel bauen, der einfach nur senkrecht runter geht. So, jetzt muss man kurz hier gucken, dass wir hier nicht reinfallen. So, zack. Ah, hier. Dann machen wir das auch gleich hier nochmal mit Erde zu. Zack. So, dann habe ich mir auch schon neue Verteidigungstürme überlegt, die wir auch noch bauen könnten. Aber erstmal machen wir das hier weg. So, ist zwar halt mühselig die Arbeit, aber die müssen wir machen. Und wir müssen nochmal nach Rohstoffen wieder farmen gehen, ne? Weil ich glaube, so viele Eisenspitzhacken haben wir nicht mehr. Gucken wir mal kurz rein. Zwei haben wir noch. Ich weiß auch nicht, wie viel wir noch haben. Also müssen wir vielleicht dann in die nächsten zwei, drei Folgen mal... Wow. Die nächsten zwei, drei Folgen mal wieder Farmfolgen machen, wo wir unsere Rohstoffe erfarmen. Ey, jetzt reicht es mir hier. Zack, zack. 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 So. Machen wir das noch weg. So, dann haben wir das. Das wollten wir auch nochmal schnell zumachen. Erde haben wir genug. Machen wir das erstmal mit der Erde zu. Hier müssen wir uns auch noch was einfallen lassen, wie wir den Gang zu kriegen.
So, dann einmal hier hoch. Zack, 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 zack. So, das passt. Ja, okay, es sieht ein bisschen gerade aus, ne? Aber das ist okay. Hier brauchen wir eigentlich nichts, nur den machen wir jetzt mal weg, der stört nicht so. Zack, 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 zack. Komm mal ran. Sehr schön, den haben wir jetzt auch weg. So. Sehr schön, dann haben wir das, ja. So, okay, wir haben jetzt die gleiche Breite auf jeden Fall hier, so, und dann können wir hier schön was runterbauen, aber sollen wir das so wie hier? Ich möchte das am liebsten so wie hier haben, aber das können wir ja dann immer noch machen. So, auf jeden Fall fangen wir jetzt mal an. Genau, hier kommt der Zaun hin. Passt. Hier kommt ein Wehrgang hin. Können wir uns auch noch mal ein Stückchen schon mal reingraben. Dann haben wir das auch schon mal. Zack, 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 zack. Und so, die Höhe nehmen wir 3. Gut, die Schaufel ist kaputt. Dann machen wir noch den Fels hier oben erstmal. Dann haben wir das auch schon mal. So, hier kommt auf jeden Fall einer unserer Wehrgänge rein. Wo wir wiederum woanders rauskommen für unseren Turm. Oh, das wollte ich jetzt nicht. So, wir brauchen aber... Haben wir denn Holz? Ja, Holz haben wir. Haben wir eine Axt dabei? Ja, komm, dann nehmen wir gleich nochmal einen Baum auseinander. Brauchen wir gleich mal ein bisschen Holz. Und da ist bestimmt noch einer unter. Ich sag's doch. Na komm. Zack. Sehr schön. Nein. So. So wollen wir das machen. So. Und dann können wir den auch noch. Machen wir hier auch noch den hier weg. Und zack. Zack. Und ihr seht es, ich habe jetzt eine Mod drin, wo der Baum halt schneller verschwindet. Dann geht das auch ein kleines bisschen schneller. So. Ja, ich finde das besser. Ihr seht, hier, das sieht so natürlich aus. Wir machen das vielleicht hier auch noch so ein bisschen rein. Aber das machen wir später. So. Jetzt können wir erstmal, was können wir als erstes machen? Jetzt gehen wir mal kurz gucken. Was an Stein noch so, und was wir an Werkzeug haben. Gucken wir mal rein. Ah, da haben wir doch noch ein bisschen. Ein bisschen haben wir noch. Tun wir mal 2 rein. 2 lassen wir für unser Vorhaben noch da. So, was haben wir hier? Da haben wir nichts mehr drin. Auch nichts, auch nichts. Da haben wir Stein. Da haben wir nichts. Da haben wir auch noch Stein. Da haben wir auch noch Stein. Das ist sehr schön. Moment. Bin ich jetzt... Ach so, teilt man sie. Na, ich war gerade wieder woanders. Zack. Den halben machen wir hier rein. Hier machen wir auch einen halben rein. Denn wir brauchen so viele Steine. Hier machen wir auch einen halben. Achso, okay. Den machen wir zusammen. Den können wir da reinsetzen. Dich da. Zack. Ach komm, dich lassen wir zusammen. Kommst da rein. Hier war doch irgendwo noch genug Kohle. Zack. Nehmen wir nochmal einen raus. So, dann läuft das. Läuft schon. Sehr schön. Was haben wir denn noch an normal? Das kann erstmal weg. Was haben wir hier? Was zu essen. Blumen kann auch weg.
Da machen wir mal so. Zack und zack. Sehr schön, dann haben wir wieder ein paar Steine. Und jetzt wollte ich mal gucken. Moment, machen wir mal das Buch auf. Mist, dafür die brauchen wir Bruchstein. Stopp. Zurück. 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 So. Wo war's denn? Machen wir mal so viel wie können, wie wir können. Zack. Ja, müsste erstmal reichen. Das müsste erstmal reichen. Da können wir schon mal anfangen. Zack, 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 zack. Gehen wir mal zu unserer Baustelle. Aber Leute, ich würde sagen, was ich mit den Zaun vorhabe, mit den Steinzaun, seht ihr in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns bei einer neuen Folge Let's Play Minecraft im Zwergenreich. Bis dahin, tschüss.